Einen wunderschönen guten Morgen, meine Freunde. Willkommen zu diesem neuen Video. Ich hoffe wie immer, euch geht's gut da draußen. Und zwar, ja, kam in letzter Zeit gar kein Video von mir, beziehungsweise sehr, sehr wenig, obwohl ich ja angekündigt habe, dass ich aktiver sein werde, dass ich viel mehr Videos raushauen werde. Ja, das Problem ist, das will ich euch kurz in dem Video erzählen, ist, ja, ich habe einen Vollzeitjob, wie viele andere auch. Ich habe, ja, über eine 40-Stunden-Woche. Und ich habe danach noch so viele andere Sachen zu tun, wie den Haushalt schmeißen, ich muss noch einkaufen, ich muss dahin fahren, ich will noch Sport machen. Also unter der Woche ist es so schwierig, bei mir ein Video zu machen. Das Einzige, wo ich Zeit habe, ist natürlich das Wochenende. Jetzt werde ich demnächst, beziehungsweise habe ich demnächst Urlaub. Das heißt, ich werde mir selbst so eine kleine Challenge stellen, ob ich schaffe, so sagen wir mal, jeden Tag schaffe ich nicht, das weiß ich jetzt schon, aber versuche ich jeden zweiten Tag ein Video hochzuladen. Das Ding ist auch immer, ja, ich komme nach der Arbeit oder beziehungsweise wenn ich in der Arbeit bin, dann habe ich ungefähr 10 Millionen Ideen. Wirklich, ich komme in die Arbeit und denke mir so, geil, ich könnte jetzt sofort ein richtig geiles Video machen, ich hätte eine Top-Idee. Und die notiere ich mir dann natürlich auch in der Arbeit und dann will ich das irgendwie immer verbinden mit anderen Themen noch und anderen Themen, weil bis jetzt habe ich es ja so gemacht, dass ich euch so, ja, mein Studio gezeigt habe, wie das alles sich entwickelt hat, beziehungsweise wie die Absorber zum Beispiel an die Wand gekommen sind und wie das jetzt aussieht. Dann habe ich jetzt komplett mein Studio ein bisschen umgeräumt. Das werde ich euch auch noch in dem Video zeigen. Und ja, ich bin halt gerade auf dem Level oder beziehungsweise auf der, wie sagt man da, auf der Schiene, ja, euch mein Studio einfach so zu zeigen, weil ich habe wirklich viele Nachrichten bekommen, so hey, wo hast du zum Beispiel die Absorber her, wo kann man das kaufen, wie hast du das gemacht, und das ist nämlich richtig geil, weil so kann ich mit euch noch interagieren, das heißt, ich kann euch meine Antwort schicken, beziehungsweise euch die Fragen, ja, beantworten, soweit ich das erklären kann, und das macht eigentlich für mich so mit YouTube am meisten aus, weil wenn ihr Fragen habt und ich lese mir die dann durch, dann denke ich mir so, okay, ich beantworte sie jetzt, soweit ich kann, und durch diese Frage kann sich eine neue Idee bilden. Das heißt, ich kann dann, lese mir die Frage durch, hey, wie hast du die Absorber, sind die komplett im Raum? Schon habe ich das nächste Thema, eigentlich könnte ich ja meinen kompletten Raum voller Absorber abkleben. Und so, also ihr wisst ungefähr, was ich meine. Und ja, ich wollte mir nochmal entschuldigen, dass ich jetzt wirklich nicht regelmäßige Videos hochgeladen habe. Aber bis jetzt sind wir schon bei 68 Abonnenten. Vielen, vielen Dank an jeden Einzelnen, ist richtig geil, weil ich dachte niemals, dass ich mit dem Kanal noch irgendwelche Abonnenten erreiche, beziehungsweise Leute erreiche, und das eine Video geht jetzt schon langsam auf die 4000 Klicks, und ich muss sagen, für einen YouTube-Kanal von 2018, trotzdem schon 68 Abonnenten, obwohl ich noch nicht mal viel Content bringe, habe ich es trotzdem, oder bin ich trotzdem auf einem guten Weg, und deswegen wollte ich mich einfach, wie gesagt, nochmal bei euch bedanken. Ich werde echt versuchen, öfters Videos zu machen, und genau, das heutige Thema aber, weil ich will jetzt nicht die ganze Zeit euch da voll schwallen oder voll zulabern, das heutige Thema aber ist, ich habe jetzt hier an der Seite mein MacBook schon, ich muss jetzt noch ein bisschen Musik runterladen, weil ich unbedingt heute noch einen Mix hochladen will. Das heißt, der, wo meinen zweiten bzw. meinen Hauptkanal noch nicht kennt, ich habe ihn euch unten mal verlinkt, klickt mal drauf und gönnt euch mal ein bisschen Musik. Da mixe ich so ein bis zweimal die Woche Musik, genau, das kommt ja auch noch dazu, da ich noch einen zweiten Channel habe, und den habe ich einfach schon länger. Da will ich einfach die Leute, die schon länger dabei sind, auch ein bisschen mit Musik unterhalten. Deswegen versuche ich da auch regelmäßigen Content hochzuladen. Deswegen checkt den Link gerne mal unten ab. Ich habe euch da, was steht da, glaube ich, hier zu meinem anderen Kanal, einfach kurz drauf drücken, gönnt euch die Musik, dann könnt ihr schauen, ob das eure Musik ist. Ihr könnt es unter den Videos dann kommentieren, hey, ich will eine andere Musikrichtung als Mix, oder hier unter das jetzt kommentieren, hey, ist cool oder ist nicht so cool, oder einfach eine Meinung drunter schreiben, weil so weiß ich, hey, euch gefällt es, euch taugt es, ich bringe einfach jetzt davon mehr, oder generell kann ich auch so auf eure Schiene eingehen, wie zum Beispiel einer hat mir geschrieben, ja, könntest du mal, was war das? Hardstyle. Und da habe ich ihm gesagt so, danke erstmal für den Kommentar, keine Frage, aber ich will natürlich auch nichts hochladen, was mir selber nicht gefällt. Weil Hardstyle ist zwar krass, also ich kann es ab und zu mal hören, so im Club so für, sagen wir mal, eine halbe Stunde oder sowas. Aber dann ist bei mir Feierabend, weil das einfach eine Musikrichtung ist, die meinen Geschmack nicht trifft. Das ist einfach
ja, jeder hat einen anderen Geschmack. Ich höre halt einfach eher Richtung EDM und sowas, aber das wisst ihr ja schon. Ich produziere auch Richtung EDM und da ist halt Hardstyle für mich einfach so, ja, das kommt für mich auf dem Kanal einfach nicht in Frage, weil die Leute, die schon jahrelang dabei sind, die kennen meinen Kanal ja jetzt, wie gesagt, schon und die wissen, was da jeden Tag hochgeladen wird oder beziehungsweise zweimal die Woche hochgeladen wird. Und da will ich jetzt nicht einfach auf einmal mit Hardstyle anfangen und dann denken sie sich, hä, was gehst du jetzt für eine Schiene? Und das kurz dazu, also wie gesagt, ich muss jetzt noch ein bisschen Musik runterladen, gönnt euch dann den Mix auf meinem zweiten Kanal. Dann noch was Kleines, wo ich über 3 Wochen, glaube ich, waren es, über 3 Wochen gewartet habe. Danke an Hermes erstmal, ich musste mir das selber von einem Hermes-Fahrer abholen, weil erstens war die Adresse komplett falsch. Ich habe es mir extra in die Firma liefern lassen, weil ich da von Montag bis Freitag jeden Tag da bin. Und da weiß ich einfach, der trifft mich da in der Arbeit an und kann es mir persönlich geben, weil wenn ich nicht daheim bin, ja, dann wird es wieder mitgenommen und dies und das und dann laufe ich wieder wochenlang hinterher, dann muss ich mein Geld wieder zurückholen und. Und ich habe mir jetzt einfach gedacht, ich schicke es in die Firma, um das viel einfacher zu machen. Ja, trotzdem musste ich 3 Monate warten für dieses kleine Paket und ich kann euch mal kurz sagen, ganz ehrlich Leute, apropos, er hat gemeint, weil ich bin losgefahren, weil ich mich mit einem Kollegen getroffen habe und dann sagt er so zu mir, oder ich fahre so vorbei und sehe so ein weißes und kaputtes Auto. Und dann schaue ich so rein und sehe so, ah okay, blaue T-Shirts. Und blaue T-Shirts ist ja Hermes. Da habe ich angehalten, habe so gesagt so, hey Kollegen, oder ja, hey Kollegen, habt ihr ein Paket für mich? Weil die das vor 2 Tagen versucht haben zuzustellen, obwohl ich den ganzen Tag in der Firma war, also verstehe ich das überhaupt nicht. Ja, dann habe ich ihn gefragt, hey, habt ihr ein Paket für mich? Dann hat er nachgeschaut, nein, das kann es nicht sein. Eigentlich hätte das schon von über 3 oder beziehungsweise 2 Wochen angeliefert werden müssen. Dann frage ich ihn nochmal so, ja, kannst du mal nachschauen? Hat er nachgeschaut und sagt so, hey, ach ja, wir haben hier dein Paket. Ich denke mir so, ernsthaft Leute, ich muss zu euch hinfahren, beziehungsweise euch antreffen, euch fragen, ob ihr mein Paket habt. Also, und das ist ja nicht nur das erste Mal, sondern das ist insgesamt schon das 4. Mal in diesem Jahr, beziehungsweise am Stück. Und das hat mich so, ja, da war ich schon extrem sauer, weil das geht einfach nicht. DHL, UPS und die anderen kriegen es ja auch hin, aber Hermes, ja, auf jeden Fall habe ich es jetzt endlich. Und das Lustige ist, es ist ja nichts Besonderes. Ich werde das Ganze mal aufmachen, weil es ist natürlich wieder was für mein Studio. Und ich hoffe wirklich, dass mit dem Licht passt, auch jetzt hier so einigermaßen. Ja, ich habe mir was für Studio geholt und ich wollte das eigentlich schon vor 2 Wochen einbauen, beziehungsweise ein Video drüber machen. Also, Paket ist leer, wie gesagt, da war nicht viel drin. Ja, ich weiß nicht, ob man es jetzt über die Kamera sehen kann. Ich versuche es mal, dass es fokussiert, ja. Und zwar habe ich unten, wollen die mich verarschen? Oder waren da? Ne, auf jeden Fall habe ich unten mehrere Gitarren, weil ich früher auch jahrelang Gitarre gespielt habe. Das Problem ist, ich spiele jetzt so gut wie fast gar nicht mehr. Und da ich ja gerade im Umbau bin, beziehungsweise im Dekorieren von meinem Studio, habe ich mir, ich kann ja mal eins auspacken, ganz einfache Gitarrenwandhalterungen gekauft. Schauen wir mal, ob das fokussiert. Jetzt hat. Genau, ihr könnt sie einfach ganz easy an die Wand so hinschrauben, beziehungsweise ich muss wahrscheinlich bohren. Ich kann die schön an die Wand so hängen, beziehungsweise so wird das aussehen. So, und dann kann ich einfach meine Gitarre reinhängen und so sieht das schön aus, bevor die einfach hier in der Ecke rumsteht. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt ins Studio runter. Ich versuche die zu montieren. Zeige noch ein kurzes Update, wie das jetzt aussieht mit meiner Decke, weil die richtig geil geworden ist. Ja Leute, back im Studio. Bevor ich jetzt die Wandhalterungen bzw. die Gitarrenhalterung an die Wand montiere, muss ich erstmal einen neuen Mix aufnehmen, der morgen oder heute noch, ich weiß noch nicht, wie ich es schaffe, auf meinem Kanal online geht. Deswegen checkt den unbedingt dann ab. Also Stick habe ich schon bespielt mit der neuen Musik. Ich habe hier meinen Recording-Stick schon drin. Ich habe jetzt, glaube ich, über 20, 30 Songs draufgeladen. Das heißt, der Mix wird über eine halbe Stunde lang sein. Das heißt, also Future House ist angesagt, deswegen checkt den auf jeden Fall heute oder morgen noch ab.
auf meinem Kanal. Ich werde es erstmal mixen. Das Problem ist, da waren einige Songs dabei, die wieder was gekostet haben, mein Gott, aber dafür unterstütze ich gerne die Künstler. Dann gab es wieder etliche Songs umsonst. Das heißt, ich packe euch die in meinem anderen Kanal, wenn der Mix online ist, unten in die Videobeschreibung, also die Tracklist. Das heißt, ihr könnt euch dann ja, den Track rauskopieren, in Soundcloud einfügen und da steht ja meistens dann Free Download oder sowas. Das heißt, da könnt ihr schon mal etliche Songs wieder runterladen, wenn es euch natürlich gefällt. Also die Songrichtung, sage ich mal. Und genau, also Stick ist bespielt. Ich bin startklar. Das einzige Problem ist, es waren manche Tracks dabei, die fangen nicht mit einer Kick an. Und ich habe euch ja gesagt in einem Video, wenn ein Song beim Mixen nicht mit einer Kick anfängt, ist es ziemlich schwierig, wenn man keine Ahnung hat, wie man einen Übergang macht. Ich selber finde es auch noch ziemlich schwierig, also ich krieg's nur ab und zu mal hin. Das heißt, wenn ich jetzt einen Song habe, der läuft aus, ich will den anderen einfaden und der fängt aber nicht mit einer Kick an, sondern zum Beispiel mit, ja, mit dem Klavier oder sowas, dann wird es halt immer schwierig, die Songs so richtig untereinander zu kriegen. Das ist halt einfach auch wieder eine Übungssache, aber ich gebe euch einen Tipp, die Songs, die mit einem Klavier oder irgendeinem Instrumental ohne Kick anfangen, könnt ihr entweder am Anfang hernehmen, immer zum Start, oder ihr lasst sie einfach ganz weg. Ich mache es halt so, ich nehme halt dann Songs her, wenn die mit dem Klavier anfangen, die packe ich mir gleich am Anfang rein, beziehungsweise als ersten Track, weil es dann ein schöner, smoother Anfang ist. Übelster Zungenbrecher. Also ein schöner Song zum Einfaden, also Beginn vom Mix. Und dann habe ich etliche Tracks, wo die Kick am Anfang ist. Klar, die Tempo, also die BPM sind natürlich wieder unterschiedlich, weil jeder Künstler ja die gleiche BPM hernimmt. Aber mit Kick und sowas ist es halt viel einfacher zu mixen. Deswegen die Wandhalterung werde ich wahrscheinlich jetzt nicht mehr in dem Video schaffen, weil ich jetzt, wie gesagt, noch über eine halbe, dreiviertel Stunde den Mix aufnehmen will und es dauert mir einfach viel zu lange und ich will ja heute noch, oder ich muss heute noch ein paar Sachen erledigen. Deswegen seid gespannt fürs nächste Video, das werde ich dann morgen abdrehen, das heißt, ich werde morgen versuchen, die Ketanhalterung an die Wand zu montieren, aber ich kann euch noch kurz zeigen, wie es bis jetzt aussieht. So sieht es bis jetzt aus. Ich habe jetzt hier oben die zweite Reihe hingeklebt. Ich hoffe, man kann das jetzt kurz erkennen. Ich habe dieses Mal einen kleineren Abstand da gelassen als hier. Ich finde es einfach optisch gar nicht so schlecht. Und wenn ich euch das mal von der Ferne zeige, ich finde es halt schon sexy. Also ich finde es richtig geil geworden, taugt mir übelst. Wie gesagt, andere sind noch unterwegs, beziehungsweise neue Absorber, weil ich ja hier versuchen will, den ganzen Raum damit auszustatten. Beziehungsweise da hinten, ich hoffe, man kann es sehen, genau, hier hinten. In der Ecke will ich auch noch so Eckabsorber, gibt es dann noch spezielle auf Thomann. Das heißt, ich packe euch da mal den Link rein, checkst den mal ab, könnt ihr da ein bisschen Absorber anschauen. Da gibt es natürlich auch wieder 10.000 verschiedene. Und genau, die Gitarren, was ich euch noch kurz zeigen will, werde ich wahrscheinlich entweder hier eins, dass die ungefähr hier jetzt liegt, wo hier die Keyboard-Halterung ist, da werde ich eine Gitarre hinhängen. Ich weiß noch nicht, ob ich so schräg oder einfach nur gerade nach unten, das weiß ich noch nicht. Und auf jeden Fall hier auf der Seite. Ich muss nur darauf achten, weil ich hier so einen Eckabsorber hinbauen will, dass die Gitarre dann nicht im Weg ist. Das heißt, sonst müsste ich es wieder umschrauben. Vielleicht tue ich die auch hier hin an die Wand oder einfach hier unten hin. Beziehungsweise einfach auf die Wand. Das heißt, das Bild kommt irgendwo anders hin, weil hier stehen noch Türen und Müll, überall Müll. Softbox, DJ-Pult und genau. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen erklären, warum jetzt zurzeit keine Videos kamen. Ich will es auf jeden Fall ändern. Wie gesagt, in einer Woche bzw. nächste Woche muss ich noch arbeiten. Dann habe ich eine Woche Urlaub, Mann, Leute. Und da werde ich natürlich ein paar Kurztrips machen, vielleicht mal nach Italien oder nach Amsterdam. Jetzt habe ich ja endlich so eine Kompaktkamera. Das heißt, ich kann euch mal mitnehmen, euch mal ein bisschen, beziehungsweise mal die Kamera draußen testen. Habe ich bis jetzt auch noch nicht geschafft. Seid aber gespannt. Ich versuche jetzt, wie gesagt, mehr Content zu bringen, viel mehr Videos zu produzieren. Ich will natürlich auch, dass die Videos Sinn machen. Das heißt, nicht nur irgendeinen Mist hier hochladen, sondern ja, Videos, die informationsreich sind. Das heißt, für euch was zum Lernen. Wie mixt man oder generell wieder Effekte oder sowas. Weil der Controller, den ich euch schon erklärt habe, der dann noch 10.000 andere Knöpfe zum Erklären. Das wird auf jeden Fall auch noch kommen. Aber hauptsächlich geht es jetzt erstmal um den Umbau hier, weil ich will mein Studio erstmal richtig schön auf Vordermann bringen. Und in diesem Sinne, Leute, danke fürs Zuschauen, danke für euer Verständnis. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Video dabei.
ihr seid beim nächsten Video wieder dabei und ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Bis dann. Peace out.